Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 640. Ich wollte so ein paar Besonderheiten auch dazwischen, unter anderem auch ein schönes Set von Anhängern, Agroliner-Reihe. Die gibt es dann in verschiedenen Varianten, einmal hier als Ölkost-Variante, einmal als Bruns, da gibt es auch als Krone, je nachdem wie man es haben möchte. Hier habe ich halt die Bruns-Geschichten und die Ölkammer gemacht, weil die Krone sieht man ja öfter mal. Das ist ein Set, das hat sowohl den Drehschimmel wie auch die andere Variante mit dabei. Und die wichtigste Geschichte ist, es gab zu der gleichen Zeit nochmal eine einzelne Mod, die nur den Drehschimmel, glaube ich, beinhaltete. Die könnt ihr dann dementsprechend löschen, weil das ist das eine und dasselbe Gerät. Ne? Also die lassen sich alle auf alle drei Hersteller umstellen und hier sind nun beide drin, sowohl Drehschimmel wie auch alles andere. Das andere habe ich deswegen gar nicht erst einzeln vorgestellt. Natürlich sind hier die Originalfarben alles angepasst. Wir haben die Originalbeschilderung, wir haben schön die Planen drüber. Alles ist texturmäßig sonst auf dem Laufenden. Wir können hier dementsprechend natürlich auch dann schön die Plane abnehmen, wie ihr seht. Ne? Also das ist alles super und töfte und funktioniert. Wir haben Ablademechanismus. Ne, das könnte man jetzt auch über einen Kornschieber dementsprechend machen. Wir machen hier mal die Hilfe auf. Ich klappe das mal wieder zu, damit ihr die Auswahl dementsprechend seht. Das ist normalerweise dann durchzuschalten. Da seht ihr es. Mit U könnt ihr es durchschalten. Ne? Aber ihr könnt auch genauso gut sagen, bei denen, ja, ich hätte gerne links oder rechts abgekippt und dann geht auch schön die Seitengeschichte auf. Ich finde auch hier die metallische Umrandung gut, die ganzen kleinen Warnschilder. Ne? Also das ist alles da, sieht alles gut aus und würde natürlich dann genauso auch bei dem hier funktionieren. Ne? Hier haben wir halt die Bruns-Variante. Ich würde sagen, wir machen das Ganze einfach mal im Shop. Wir gehen auf die Hänger, wir gehen ganz ans Ende durch. Da seht ihr, ne? Team an Landtechnik, darunter läuft das Ganze. Das ist halt einmal der, die beiden verschiedenen Varianten. Ich brauche es nur an dem einen zeigen, weil ihr habt den großen Vorteil, ihr könnt die Felgenfarbe hier dem Hersteller anpassen oder Stahl nehmen. Ihr habt die Hauptfarben hier zu wählen zu den verschiedenen Herstellern. Das ist nämlich dann einfach verschiedene Rottöne oder verschiedene Grüntöne dann bei dem anderen. Ich kann jetzt hier auch mal die Krone-Farbe zeigen, weil das habe ich ja draußen hingestellt. Da seht ihr selber den Krone-Emsland. Wir können die Reifen wählen zwischen Michelin und Lizard. Und dann kommt der Design-Part, Ölkers, Bruns oder Krone. Das sind dann immer die Beschriftungen und die Aufkleber dementsprechend, die hier drauf seht. Also sehr schön gemacht, das Ganze. Ja, dann würde ich sagen, marschieren wir gleich mal eine Runde weiter. Und wir sehen hier, ist eine schöne alte Spritze dementsprechend. Sieht auch schön angeranzt aus, aber trotzdem sieht es aus, als wenn die Anschlussgeschichten sowas da wären. Ne, hier mit Druckanzeigen. Ich werde mal reinhüpfen und das Ganze mal auseinanderklappen. Da seht ihr selber, so läuft das Ganze ab. Die sind einfach übereinander gesetzt und dann wird es auseinander geklappt. Und das ganz kleine Stück am Ende. Und das Ganze läuft dann natürlich auch nochmal auf der zweiten Seite. Ich gucke jetzt hier mal wieder raus. Dann seht ihr es hier auch. Auch schön auf alt und ranzig gemacht. Sieht also so gesehen gut aus. Ich wollte gerade sagen, da fehlt noch der letzte. So sieht es aus. Also schönes altes Teil. Zeige ich euch dementsprechend mal. Finden wir unter Pflanzenschutzgeschichten hier ganz am Ende. Slessa, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, keine Ahnung. Pilmet, ich weiß es auch nicht. Also, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu sehr verhackstückelt. 1000 Liter gehen rein, 30 PS brauchen wir und 18 Meter Arbeitsbreite hat das Ganze. Was natürlich dann ein Schnäppchenpreis ist, wenn man denkt, dass das gute Stück nur 450 kostet. Also auf jeden kleinen Hof ein Traum. Ne? Schön kompakt, geht auch an dem kleinsten Traktor. Ihr seht, selbst bei einem 660 sieht das ziemlich verloren aus. Selbst beim 460 würde das wuchtig wirken. Ne? So, dann die lasse ich außen vor. Kommen wir zu diesem guten Stück. Ja, wir haben wieder mal diesmal einen 150er. Von den Texturen hier sieht er sehr gut aus. Ich habe den hier mit den Abdeckklappen, den gibt es mich mit und ohne, dass man den Motorraum sehen kann oder nicht. Das kann ich euch leider mal zeigen. Auch hier die Anzahl der Scheinwerfer. Man kann auch sagen, ich hätte gerne zwei oben, unten keine oder unten zwei und oben keine. Das ist dementsprechend zu variieren. Das kann man hier dementsprechend einstellen. Genau, ob man hier einen Dreipunkt-Ankupplung oder was auch immer haben will. Und auch das, die Nummernschildbezeichnung lässt sich von, glaube ich, 29, 01, 02 und auch 03 schalten, falls man davon mehrere hat. Und möchte die gleichen Farben nutzen, obwohl auch da farblich sehr viel bietet. Deswegen erst in den Shop. Den findet ihr unter mittelgroße Traktoren. Sorry fürs Räuspern. Da haben wir ihn. 25.150, 150, nee, 170 PS ist damit angegeben. Wir haben erstmal die Wahl Reifenhersteller. Wir haben die Variante. Das ist dann einfach Zwillingsbereifen und die Gewichtsgeschichte oder nicht. Ausstattung, das ist hier oben die Klimaanlage. Ich habe die Variante draußen mit Klimaanlage da stehen.
Dann haben wir Abdeckung. Das ist halt, dass ihr hier in den Motorbereich reingucken könnt. Das hatte ich jetzt die Abdeckung mitgenommen. So sieht das Ganze aus. Seht ihr auch selber, dass auch die ganzen Sachen hier schön farblich sortiert und getrennt sind und nicht alles nur in Einheitsfarbe. Ja, dann haben wir hinten die Variante Dreipunkt oder Kupplung, ne? Wir haben, das sind die Scheinwerfer hier vorne. Jetzt seht ihr alle vier, ne? Ihr könnt aber auch nur unten oder oben kriegen, ne? Wie ihr es halt gerne möchtet. Nummernschild-Variante habe ich gesagt, das ist das, was ihr da hinten dran seht, dort oben. Die kann ich durchschalten. Und die Motorausführung, ne, die gibt es auch bis 240 PS hoch insgesamt. Ne? Also 180 oder 240 PS. Also sehr schön variabel und auch vor allen Dingen sehr schön in den Texturen. Und ich habe natürlich schon wieder was vergessen, mittlere Traktoren nochmal. Wir haben natürlich auch noch zig Farbvarianten hier. Nehmen wir aber auch alles schön die Originalfarben, die es sonst so dafür gibt. Ne? Ich kann auch hier die blauen Ansätze machen und hier mal die roten. Ne? Wo auch immer dann das auftaucht. Ich glaube, das ist hier bei Fahrgestell oder kabinentechnisch irgendwie was. Also wie gesagt, auch Farben habt ihr hier ein paar, aber passende. Also nicht irgendwie wilde Auswahl, sondern schön passende Farben damit zur Auswahl. So, ich würde sagen, wir hüpfen mal rein. Wir machen mal den Lichttest. Da seht ihr nämlich gleich, alle vier funktionieren auch. Ob man die abwählen kann oder nicht, ist egal. Hinten die beiden Strahler funktionieren und das ist es. Also mehr braucht es auch nicht sein. Wir haben vier vorne, zwei hinten. Damit kommen wir dementsprechend zurecht, ne? Wir haben den Blinker. Da seht ihr hier oben, der blinkt auf der einen Seite, der blinkt hier vorne. Auf der anderen Seite funktioniert der genauso. Wir schauen jetzt noch mal rein. Armaturengeschichte und sowas sieht einfach spartanisch aus. Keine riesige Kabine, aber ein Beifahrerplätzchen haben wir. Wenn wir Licht anmachen, haben wir eine schöne, dezente Hintergrundbeleuchtung im Armaturenbereich. Seht ihr selber, sieht mir aus wie das berühmte kleine mini-weiße Lämpchen, was überall hinter sitzt. Ne? Also sehr schön gemacht. So, extra Steuerung oder sowas seht ihr selber, sind noch da. Wenn ich das beides gedrückt halte, ich muss mal kurz gucken, was das ist. Das kann man am besten von außen sehen. Aber ich sehe es jetzt gerade nicht, wofür es ist. Das könnte natürlich irgendwas sein, was ich jetzt gerade hier nicht dran habe oder was man noch ranbringen muss. Ne? Also wir müssen die Getriebe-Zapfwellgeschichte müssen wir, können wir an- und abschalten. Ne? Und auch jetzt sieht man nicht, was ich mit der Maus mache. Aber wie gesagt, man kann hier selbst die Getriebe-Zapfwelle an- und abschalten. Finde ich also schon eine schöne Geschichte, dass man den auch aktivieren kann in dem Sinne. Ich mache jetzt nochmal wieder aus, mache die Hilfe aus und würde sagen, ich fahre jetzt nochmal eine Runde. Ramm nochmal schön alles, was geht. Bremsleuchten gehen. Ne? Und sonst ist alles okay. Also ich finde motormäßig auch okay, optisch sieht er okay aus. Das ist doch alles super eigentlich. So, dann kommen wir zur nächsten Mod und dazu gehört dieses hier. Das ist eine Hühnerfarm. Und was ihr hier seht, sind 16 Liter Hühner. Nein, das soll eigentlich nur eine Stückzahl sein, aber eine Stückzahlangabe gibt es anscheinend nicht. Hier sind schön in Einzelkäfigen 16 Hühner geladen. Die brauchen wir für die nächste Mod sozusagen als Zulieferung. Deswegen hüpfe ich da nämlich jetzt mal hin, weil da sind wir schon. Das hier ist die Hühnerfarm. Die sieht optisch sehr schön aus mit Blumenkästen. Schön gemacht, ein vernünftiges Gebäude. Man hat hier auch noch schön die, ne, Zuverkauf, Eierfrische Geschichten und sowas. Hier hat man dann den Bereich, wo die Hühner dementsprechend dann zu Hause sein werden. Alles schön modern gehalten. Auch diese Sachen sehen wir gleich drin, was das ist. Da oben ist auch immer schön eine Anzeige dran, dass man auch genau sieht, was was ist. Und ich würde sagen, wir machen einfach eine Tür auf. Hier ist der Wareneingang, weil hierfür braucht man eine ganze Menge. Wir brauchen hierfür nämlich Stroh, wir brauchen Weizen oder Gerste, wir brauchen hierfür Mais, wir brauchen Leerpaletten und Kartonpaletten. Also das müsste dann dementsprechend mit zusätzlichen Produktionen dann versorgt werden. Ne? Und hier müsst ihr dementsprechend dann die Palettengeschichte abholen. Ne? Und da seht ihr selber, das Ganze läuft über die Global Company Mod. Und hier seht ihr, ihr braucht jetzt Wasser, Kartons, Leerpaletten, Weizen, Mais, Stroh und die Legehennen. Deswegen habe ich die gerade gezeigt. Die gibt es dementsprechend dann auf Palette zu kaufen. Die müsst ihr ja anliefern und dafür kriegt ihr nachher raus Mist und Eier. Ich hoffe, das ist im Verhältnis gesehen vernünftige Menge Eier. Wir haben hier sonst hier Kisten und sowas stehen, Deko-Sachen stehen. Ich mache die Tür hier nochmal auf. Wir haben, ich weiß gar nicht, geht die Lichtgeschichte hier oder ist das nur eine Tarnung?
Weiß auch nicht, wie ich da das Tor schließen. Ne? Momentan habe ich hier die Lichtgeschichte nicht. Ja, und hier seht ihr dann die anderen Geschichten. Die frischen Bodenleitungen, Hühner. Ne? Das ist der Part für Wasser. Und hier müsst ihr die Legehennen-Batterien, hätte ich fast gesagt, die Legehennen dann herbringen. Ne? Und hier, da werden die Kartons, die Eier schön verpackt. Und hier rennen die Hühner dann schön rum und da können sie auch eine Runde raus. Also sehr moderner, hübscher Bereich hier sozusagen. Ne? Also wie gesagt, das ist der Wasserbereich. Ich weiß gar nicht, ob man hier oben rauf kann. Selbst hier oben gibt es noch ein bisschen Ersatzkartons und irgendwelche anderen Schilderchen und Notrationen und was weiß ich. Ihr seht also, wie gesagt, also eine sehr schöne Anlage, sehr komplex. Also wer Hühner ein bisschen aufwendiger betreiben will, der ist hier genau richtig. Hier seht ihr dann auch die Anzeige, wie viele Hühner da sind. Tore gehen schön auf, alles komplett schön Holz. Also echt eine schöne Geschichte. Also mir gefällt die sehr, sehr gut so, die Mod. Ne? Ich gehe mal ein Stück zurück, dass man das Gebäude nochmal ganz drauf kriegt, weil ihr wisst wahrscheinlich, wohin das führt. Genau, das führt ans Ende der Folge für heute. So schnell geht's. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.